Ja, der verwaiste ehemalige Hauptkanal Recklinghausen hier, da kann man ans Licht aus dem großen, großen Loch. Ach, ich bedauere es, dass ich da nie rein bin. Hier bin ich auch schon, natürlich bin ich hier auch schon gewesen. Das war kurz nachdem oder noch während die Bauarbeiten dazu gange waren. Da war das hier noch alles ein bisschen im Rohzustand. Viel Erde, viel Matsche von den Schachtdeckeln war nichts zu sehen. Ah, tut das gut. So ein Schauer hat natürlich auch irgendwas Reinigendes, ne? Ja. Oh, schöne alte Brücke. Leider irgendwie auch dem Verfall überlassen. Schade drum. Alles voller Schnecken, da muss man aufpassen. Ich habe keinen Bock, kaputt zu treten. Ja, das ist das RÜB hier. Oder der Stauraumkanal, kurz vor der Mündung in die Emscher. Brauche ich ja, glaube ich, nicht groß erklären. Kanalisation voll, beziehungsweise voller als das, was in den AKE rein darf und soll. Dann läuft es hier über und läuft in die Emscher. So wie alle anderen, bei allen anderen Stauraumkanälen und Regenrückhaltebecken halt auch, ne? Hier ist erfreulich, erstaunlich wenig Klopapier zu sehen. Zumindest von hier aus jetzt. Das ist der Kasten da vorne, der einmal offen gestanden hat. Als ich da drüben auf der anderen Seite vom Zaun war, schon als ich die Strafbewehrte unterschrieben habe, wo ich dann über den Zaun gegangen bin und das Ding verschlossen habe. Wofür ich dann erst auch 1.500 € Strafe bezahlen sollte. Es ist im Moment auf Bewährung ausgesetzt aus Kulanz von der Emscher-Genossenschaft. Dankeschön dafür. Denn eigentlich habe ich ja wirklich da nur geholfen. Hab nichts, bin nichts. Hatte keine niedrigen Beweggründe. Guck mal hier. Ist das denn da hinten? Hier ist die Emscher mal ein bisschen breiter. Ich bin hier nicht auf dem Betriebsweg, weil wir sehen hier den Emscherweg. Also diese Seite des Betriebsweges wurde schon lange freigegeben als Radweg. Der Emscherweg geht von Holzwickede direkt durch. Die Mücken, verschwindet. Ging direkt durch
von, boah, alles voll hier, verdammte Viecher, von Holzwickede bis nach Dinslaken oder Förde auch. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Was Mist. Ja, ja, normalerweise, ne, ihr wisst ja, früher hätte mich das jetzt einen Scheiß interessiert. Ich wäre einfach hier rüber gegangen, auf die andere Seite. Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Ja, das ist alles, was vom Hauptkanal Recklinghausen übergeblieben ist. Toll. Ja, doch, ein bisschen Klopapier hängt da auch, natürlich. Naja, da hinten sieht man es besser. Rechte Seite am Ufer, hinten rechts, da klebt alles. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht, ne? Genauso wie überall schmeißen die hier natürlich auch ihre Feuchttücher, Binden, Tampons, Windeln und all so ein Scheiß, Kondome, einfach in die Kanalisation. Eine Unart. Es müsste abgeschafft werden. Feuchttücher müssten verboten werden. Wer braucht so einen Scheiß? Dafür, dass es immer so aussieht an allen Auslässen, weg damit. Ja. Das ist einfach nur so eine Strombude hier. Hier gibt es nichts zu gucken. Auch wäre ich früher natürlich hier unten rechts rum durchs Tor, andere Seite wieder hoch, da ist auch ein Tor, steht auch immer offen. Hätte ich das jetzt schön abkürzen können, hätte ich euch noch was zeigen können. Aber leider geht das jetzt nicht mehr. Ja gut, ich könnte jetzt auf Pause machen und plötzlich, wie auf Abracadabra, stehe ich plötzlich da hinten und könnte sagen, ja, ich bin den ganzen Weg zurückgelaufen von der anderen Seite, aber es war ja nicht so interessant. Obwohl, weißt du was, das könnte ich eigentlich machen, ne? Warum auch nicht? Wer will mir denn das Gegenteil beweisen? Den ganzen Weg zurück. So. So. Na, geht man am Friedhof die andere Seite entlang, kommt man dann hier raus. Hey, hoher Zaun hier. Der ist höher als normalerweise. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Da kann ich ja gerade mal ein Kind drauf tun hier. Hoch. Ja, wen es interessiert. So, das sind hier die letzten Schächte. Hier geht es rein in den Stauraumkanal. Und die Mündung kann ich euch nicht zeigen, weil die ist natürlich direkt in der Emscher. Da müsste ich wieder deren Gelände betreten. Was ich ja nicht darf. Was aber geht. Hier dieser Zaun, den habe ich letztes Mal schon irgendwie ein bisschen in Frage gestellt, warum der hier ist. Weil den braucht doch eigentlich kein Mensch. Die AKE-Schächte sind eigentlich alle frei begehbar. Nicht eingezäunt. Was soll man da auch groß machen? Reinkommt man in den nicht. In den AKE unmöglich. Also. Für einen Menschen. Normalen. Ja. Mal jetzt mal ernsthaft. Wozu? Wozu ist der Zaun da? Ja, da kannst du ganz normal hinten zu den Schächten, zu den Abdeckungen gehen. Dann stehst du da. Jetzt will ich natürlich gucken. Das Tor immer noch offen steht. Es steht eigentlich immer offen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Nee. Eine Eingebung. Ja, was ist das denn hier für ein komischer
Gartenrad. Oh nö, es sah zu aus. Aber ich meine, ist ja eh wurscht, ne? Sitzt da. Da nützt auch kein verschlossenes Tor mehr was. Hier ist noch diese schöne alte Brücke wieder mal. Oh, die biegt sich schon ganz schön und wälzt sich. Ich glaube, das ist ganz gut, dass sie die gesperrt haben. Ja, muss sein, wenn ich schon mal hier bin, die bittere Realität. Oh, Jungs, nehmt ein Bad. Ja. Lasst euch nicht stören von mir. Ist sauber. Aha, hier haben wir noch einen. Nee. Tja, möchte mal wissen, was das hier mal gewesen sein soll. Eingezäunt, aber so ein Gartenzaun mäßig. Vielleicht hat hier mal ein Haus gestanden, das weiß ich gar nicht. Und das war irgendwie das Grundstück von irgendwem. Schwer zu sagen. Jo, Schachtnummer, boah, kann ich gar nicht sagen. Da müsste ich jetzt echt raten. Es sei denn, es steht hier irgendwo, aber glaube ich nicht. Warte mal. Da hinten war 83. Da waren bestimmt zwei, drei Stück hier zwischen. Ja, so 80 oder 79 muss das hier sein. Ich liebe es, ich liebe dieses Schild. Also hier kann man wirklich frei rumlaufen. Ach guck mal, da hinten ist direkt noch einer. Gegenüber, zwei Schächte. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist direkt doch hinten. Hinten waren wir zwei relativ kurz hintereinander. Wirklich sehr kurz hintereinander. Ein paar Meter weiter vor der Schmiedesbach-Mündung. Aber da und hier, so direkt gegenüber, da muss der AKE ja eigentlich die Position wechseln. Hier ist er noch rechtsseitig und dann drüben auf der anderen Seite. Ja, interessant, ne?
Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe heute einfach ein bisschen Bock hier rumzulatschen, auch wenn es nicht so toll ist oder spannend. Irgendwann müsste man mal hier an so einem Schacht herlaufen. Einfach so eine Platte, die ist nicht da drauf, sondern daneben. Und man könnte da mal reingucken. Das wär's. Ja, und das war der besagte. Der ist immer noch kaputt. Das habe ich noch letztes Mal gesagt, als ich die stand sperrangelweit offen da, die Tür. Und der Zaun war genauso beschädigt wie jetzt. Da dachte ich mir, komm, hier ist eh schon kaputt. Ja, hier passt ja ein Elefant durch. Da bin ich da einfach kurz. Schilder sind auch eigentlich keine zu sehen hier, ne? Bin ich kurz dahin, Tür zugemacht, wieder raus, hab das gefilmt allerdings und den Mängelmelder auch geschickt. Die haben wohl noch am selben Tag jemanden rausgeschickt, obwohl es Heiligabend war. Ich habe das extra deswegen gemacht, damit die Leute nicht raus müssen. Deswegen habe ich die Tür zugemacht, weil Heiligabend war und Weihnachten. Und dann kommt der erste Weihnachtsfeiertag und der zweite. Und dann erst am dritten, wenn normaler Dienst gewesen wäre, hätte das einer bemerkt, der hätte wer weiß was passieren können. Deswegen habe ich die Tür zugemacht. Ja. Aber der Zaun ist immer noch genauso kaputt wie auf dem Video, wo ich das gedreht habe, wie ich die Tür zugemacht habe. Bla bla bla. Wisst ihr was, Leute? Die Sonne kommt wieder raus. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück zum Auto.